Beim Test dürft ihr das nicht machen. Beim Test nicht, ja, nicht abnehmen. Hallo. Hi. Mein Name ist Constanze, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Zahnmedizin im zweiten Semester in Wien. Ich bin die Erika, bin 19 Jahre alt und studiere ebenfalls im zweiten Semester Zahnmedizin in Wien. Ihr habt uns ein paar Fragen zu dem Zahnmedizinstudium gestellt. Wir haben die ausgeschnitten, da reingeben und werden die jetzt eine nach der anderen beantworten. Die erste Frage lautet, warum habt ihr euch für das Zahnmedizinstudium entschieden? Also mich faszinieren Zähne generell einfach voll und ich finde einfach diese manuelle Arbeit so mit den Fingern finde ich eigentlich ganz cool. Also für mich ist nie irgendwie was anderes in Frage gekommen. Ja, also ich bin, seitdem ich klein bin, halt schon von immer, also immer schon davon überzeugt gewesen, dass ich Zahnmedizin studieren soll, weil eben meine Taufpatin Zahnärztin ist und das hat mich schon immer inspiriert. Genau. Wie viele Simulationen habt ihr gemacht und wie viel Prozent hattet ihr bei diesen Simulationen? Ich habe sicher so 7, 8 Simulationen gemacht, circa 2 Wochen vor MedAT, also die 2 Wochen vor MedAT. War vielleicht nicht die beste Idee, aber auch egal. Die ersten Simulationen waren schrecklich, also die ersten 4 hatte ich unter 50%, hat natürlich mit mehr zu tun, vor allem vom das Niveau halt von den Simulationen, dann auch deine Tagesverfassung oder dein Niveau zu dem Moment, was bei mir hätte eigentlich gut sein sollen, aber es nicht war. Aber es hat mir trotzdem geholfen, das zu trainieren, dass ich 8 Stunden am Stück oder nicht am Stück, aber halt eine längere Zeit am Stück konzentriert sein muss und dementsprechend waren dann auch meine letzten Simulationen bei so 80%. Voll, ich habe auch so 8 Simulationen circa gemacht, schon ein bisschen früher. Ich wollte dann auch irgendwie nicht mehr so knapp vor MedAT welche machen, weil ich Angst gehabt habe, wenn die schlecht sind, dass mich das irgendwie so ein bisschen runterzieht. Schlau. Also so um die 8 und halt mit den Prozent, das schwankt halt immer, weil es kommt halt drauf an, generell auf deine Verfassung, aber auch wann du sie machst. Also natürlich sind Simulationen am Anfang nicht so gut wie halt die, die du kurz vor dem Testtag machst. Und es kommt natürlich auch voll drauf an, auf das Niveau. Also es hat jeder MedAT-Anbieter ein bisschen ein anderes Niveau. Und da variiert es natürlich auch, aber ich habe auch so zwischen 70-80% immer gehabt. Stark. Was für einen coolen Schreiber bekommt man? Normal. Also, also in Wien zumindest kriegst du den für alles, außer für bei MedATZ für Drahtbiegen kriegst du den normalen Kugelsteuer von der, also von der Medizinischen Universität Wien eben und den benutzt du halt eigentlich für alles, also auch fürs Formenspiegeln. Und beim Drahtbiegen kriegst du dann so einen Filzstift. Genau, das ist ein ganz normaler Kugelschreiber aus dem Blauer, also jetzt nichts Besonderes. Ja. Wie lange habt ihr Drahtbiegen und Formenspiegeln geübt? Ich habe Drahtbiegen schon ein bisschen länger angefangen, also ein bisschen länger vor dem Testtag angefangen zu üben, weil das halt generell die manuellen Fähigkeiten, was diese zwei Tests sind, also Drahtbiegen und Formenspiegeln, für die MedAT-Z super wichtig sind, weil das 20% des Gesamttests ausmachen, deswegen viel üben. Also ich habe mit Drahtbiegen eben schon ein bisschen früher angefangen. Formenspiegeln ist mir ein bisschen gelegen, also das habe ich, glaube ich, einen Monat vorher ein bisschen gemacht. Aber ja. Ja, same. Also Formenspiegeln ist auch nicht meine Schwäche gewesen. Habe ich mir auch circa so 4 Wochen vorher angefangen, das anzuschauen und mir da ein bisschen, also einfach das ein bisschen zu üben. Und Drahtbiegen habe ich eben auch früher begonnen, also circa so 2 Monate, also auch so im Mai vor dem Test. Und dann aber jeden Tag eben kontinuierlich so 2-3 Drähte einfach gebogen, so wie ich halt Lust gehabt habe, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber einfach um das zu üben und auch dieses Ganze, die Fähigkeiten da ein bisschen zu verbessern und zu optimieren. Voll, so einen Monat vor dem Testtag habe ich auch so jeden Tag 2-3 Drähte gebogen. Ja. Kommt man in Zahnmedizin leichter rein als in Normalmedizin? Sehr beliebte Frage. Ja, prinzipiell ist die Grenze schon tiefer als bei Zahnmedizin als bei Humanmedizin. Aber das ist natürlich auch, weil es weniger Plätze gibt, weniger Bewerber dafür. Und es kommt auch darauf an, wo du dich bewirbst.
aber es ist prinzipiell von den Prozent ist es prinzipiell leichter. Ja, also es sind, ich glaube in Wien sind bei Humanmedizin 1 auf 12 Plätze, der reinkommt, und bei Zahn ist es eine von neun Personen kommt rein. Also es ist ein geringer Unterschied, aber jetzt auch nicht so krass. Und das Ding ist halt einfach auch, dass es davon abhängt, wie leicht der Test war oder wie schwer der Test war. Voll. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen will, okay, ich will eigentlich Humanmedizin studieren, mache aber Zahnmedizin, dass ich leichter reinkomme, weil du kannst dann nicht einfach wechseln. Also wenn man halt Zahnmedizin studieren will, dann passt das voll, aber wenn ich eigentlich Humanmedizin machen will, würde ich nicht Zahnmedizin machen, weil es ist schon ein Unterschied und die Studien sind dann auch nach 2 Jahren grundlegend verschieden. Ja, auch mit den manuellen Fähigkeiten, das liegt ja auch nicht jedem. Und diese 20% Vorsprung, die du eben durch die manuellen Fähigkeiten bekommst, die sind meiner Meinung nach Fundament, um den Test zu schaffen. Also fast jeder von uns, der reinkommen ist, hat eigentlich bei den manuellen Fähigkeiten ziemlich gut abgeschnitten. Was ja auch gut ist, weil das brauchst du einfach später. Voll, also du darfst halt nicht irgendwie so motorisch blind sein. Ja. Ich glaube, ich habe das. Habt ihr Tipps für Drahtbiegen? Ja, also üben. Jeden Tag, wenn es geht. Und einfach verbessern seine Handbewegungen und probieren einfach, das zu optimieren. Auch das muss ja immer plan aufliegen und das sollte auch nicht abweichen. Das kommt einfach mit der Zeit, das braucht ein bisschen. Aber normalerweise, wenn man wirklich konsequent jeden Tag übt, dann kommen diese ganzen manuellen diese Motorik kommt dann eigentlich, wenn man ein bisschen so ein Gefühl für das hat. Voll, also gerade am Anfang ist es super schwierig, also da schauen die Drähte wirklich furchtbar aus, aber man kommt dann voll rein. Es ist halt wichtig, dass man ruhig ist, dass die Hände nicht zittern. Es ist ein bisschen schwierig immer beim Metaday, aber wenn man ein bisschen relaxed, ein bisschen durchatmet, dann geht das. Es ist wichtig, dass man den Draht gescheit in der Zange hält, weil wenn er nicht richtig drin ist, dann kann er so rausspringen. Natürlich, es muss plan aufliegen. Man sollte immer schauen, dass er plan aufliegt. Wenn er nicht plan aufliegt, sollte man ihn korrigieren. Und sonst Tipps, viel üben. Ja, viel üben. Habt ihr Tipps für Figurenspiegeln oder Formenspiegeln? Auch viel üben, Kästchen zählen. Also das hat mir wirklich sehr viel geholfen. Ich habe immer bin mit beiden Händen auf den Seiten so hochgegangen, habe die Kästchen gezählt und dann auch immer diese 4 zusätzlichen Punkte, die man sich einzeichnen darf, die habe ich immer so gesetzt, dass ich da zum Beispiel, wenn ich Fehler gemacht habe, dass ich halt diese Fehler mit diesen zusätzlichen Punkten kaschiert habe. Ja, also das sind die 2 Punkte, auf die man eigentlich achten sollte, dass man die Kästchen sich nicht verzählt. Man darf sich, glaube ich, mit einem Kästchen oder so verzählen, aber besser wäre es, wenn man es einfach übt, dass das nicht passiert. Und eben, dass man die Punkte weiß setzt. Also sobald der Punkt gesetzt ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Also am besten wirklich gut überlegen. Aber normalerweise, wenn man es öfters übt, kriegt man ein Gefühl dafür. Und sonst eigentlich noch, dass man eben auf Zeit das alles hinkriegt. Also auch bei Drahtbiegen die beiden Sachen einfach dann vielleicht, weiß nicht, ein paar Wochen vor dem Metaday dann auch auf Zeit üben. Aber es sollte dann eigentlich kein Problem sein. Voll, und natürlich auch, man muss halt schauen, dass man kontinuierlich zeichnet, also irgendwie vom Druck nicht variieren. Und was ich auch immer gemacht habe beim Üben, dass ich das Blatt, also wenn ich fertig war, habe ich es in der Mitte gefaltet und habe es gegen das Licht gehalten, voll. Weil dann sieht man voll gut, wie sehr man von der Originalfigur abweicht. Voll, also beim Test ist das nicht beim machen. Test nicht, ja, nicht abdecken. Aber zur Kontrolle, weil man ja selber nicht so maschinell bewerten kann, wie die beim Test das machen, kann man das schon so gegen das Licht halten und abdecken. Das ist eigentlich die beste Art, das zu bewerten. Voll, dass man so ein Gefühl bekommt, wie gut man dabei ist. Ja. Ups. Worauf habt ihr bei eurer Vorbereitung besonders Wert gelegt? Wiederholen. Also so Active Recall und so Spaced Repetition. Also Spaced Repetition habe ich weniger verwendet, aber Active Recall heißt eigentlich, ich habe jeden Tag die Themen, die ich zuvor gemacht habe, wiederholt, den Tag davor oder die Woche davor, um das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und das habe ich einfach wirklich immer und immer gemacht. Das ist zwar viel, aber es ist wichtig, weil man muss immer sein Gehirn herausfordern, ein bisschen so wieder daran erinnern, was man gelernt hat.
Und eben sonst habe ich noch viel Wert darauf gelegt, dass ich den Tag simuliere, so gut es geht. Heißt, ich habe vormittags mich mit dem BMS befasst, Mittag habe ich Formenspielen oder Drähte gebogen und nachmittags habe ich den KFF gemacht, einfach damit ich ein bisschen meinen Kopf daran trainiere oder gewöhne, dass eben vormittags der BMS sein wird und am Nachmittag der KFF sein wird. Ja, ich habe auch besonders viel Wert auf BMS gelegt. Also ich habe jeden Tag 3 Kapitel wiederholt und auch wirklich viel Fragen dazu gekreuzt. Also Altfragen, das kann ich jedem nur ans Herz legen, wirklich sehr wichtig. Und halt immer wieder wiederholen, weil es ist halt wirklich viel Stoff, der BMS-Stoff. Und gerade wenn man dann einmal durch ist, ich habe immer Angst gehabt, dass ich dann die Themen, die ich als erstes gelernt habe, dass die dann mittlerweile schon vergessen habe. Und deswegen immer wiederholen, immer Fragen kreuzen und kognitiv einfach viel üben. Also ich habe dann irgendwie so einen Monat davor, zwischen 1-2 Monate davor, habe ich wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag so eine ganze Kognitivsimulation gemacht. Und halt sonst, was ich auch super wichtig fand, ist dieser ganze Zeitdruck, dass man da so ein Gefühl dafür bekommt und man weiß dann irgendwie nach der Zeit auch so, wie lang sind 15 Minuten, wie lang sind 10 Minuten. Ja. Und man hat dann irgendwie so eine innere Uhr, dass man merkt, okay, ich muss schneller sein. Voll. Also ich hätte wahrscheinlich mehr kreuzen sollen. Das finde ich, wenn ich es anders machen würde, würde ich wahrscheinlich mehr kreuzen schon von Anfang an, weil das einfach die beste Art ist, sein Wissen hervorzurufen und zu überprüfen, wenn man einfach merkt, so, okay, ich habe gedacht, ich kann das Thema, aber jetzt beim Kreuzen merke ich, vielleicht kann ich es doch nicht so gut oder mein Gedankengang war falsch oder so. Also ist auf jeden Fall auch etwas, auf was man Wert legen sollte, finde ich. Wo habt ihr den Test geschrieben und wie viel Prozent habt ihr erreicht? Wir haben den Test beide in Wien geschrieben und haben auch eigentlich fast gleiche Prozent. Also ich war Platz 29, sie war Platz 30. Wir hatten so um die 78%. Ja, so circa. Also ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht genau daran erinnern. Aber dadurch, dass ich nicht weiß, also dass ich wahrscheinlich 0,5% hinter ihr war oder so, wahrscheinlich sogar weniger. Ja, wahrscheinlich so 0,00 irgendwas. Ja, genau. Also wird schon so etwas sein. Voll, aber ich würde mich gar nicht so krass auf diese Prozent irgendwie so versteifen, weil es halt jedes Jahr anders ist und man kann es generell schwierig einschätzen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, okay, ich arbeite auf diese Prozentzahl hin, sondern einfach gut vorbereitet sein, alles geben und dann wird es schon passen. Ja, das hätte ich auch nicht. Also nicht mal bei meiner Vorbereitung habe ich mir einen Prozentsatz hergenommen. Also 80%, sagen wir mal. Das war schon so, da habe ich mich manchmal besser gefühlt, aber eigentlich habe ich gewusst, dass es sowieso darauf ankommt, wie schwer der Test ist. Voll. Was ist die Bestehensgrenze beim MetaTZ? Perfekt. Passt perfekt dazu, ja. Es gibt wirklich keine festgelegte Bestehensgrenze. Bei uns war sie wahrscheinlich bei so 75%, sage ich jetzt mal aus dem Gefühl raus. Angaben ohne Gewähr. aber sich eine Bestehensgrenze in den Kopf zu setzen, ist doch irgendwo gefährlich, weil man weiß nie, wie schwer der Test ist, wie viele Leute kommen tatsächlich dann zu deinem jeweiligen Standort. Also es kommt voll auf das an und deswegen eine Bestehensgrenze festzulegen, ein bisschen gefährlich. Aber schaut einfach, dass ihr euer Bestes gebt, sondern schafft ihr das auch. Voll, es ist natürlich auch unterschiedlich, wo du es schreibst und so. Aber ich würde mir jetzt auch keine fixen Prozent irgendwie ins Gehirn setzen, wo ich sage, okay, das muss ich erreichen. Letzte Frage. Ist das erste Semester sehr stressig? Sind die Prüfungen machbar? Perfekte letzte Frage. ja, nee. Also das erste Semester ist eigentlich echt machbar, sehr human. Es gibt eine größere Prüfung, das ist die Anatomie- und Physioprüfung und die ist mündlich und das ist vielleicht das erste Mal, wo man sich wirklich mal wieder ein bisschen fordern muss. Aber ich finde es eigentlich sehr interessant, also ich finde es war ziemlich interessant zum Lernen und daher auch sehr machbar. Voll, also wir können jetzt nur für Wien sprechen halt. Ich fand aber gerade auch das erste Semester eigentlich ganz gut, also du fängst wirklich an und es ist jetzt nicht so, dass du erschlagen bist sofort mit Stoff, sondern es passt voll, dann halt hat man diese erste große Prüfung, da denkt man sich schon so, öha, aber im Endeffekt geht das dann auch und am Ende des ersten Semesters hast du dann die SIP, das ist diese summative Prüfung über den ganzen Semesterstoff und das geht eigentlich auch. Also ich fand das erste Semester fand ich gut, beim zweiten geht es dann schon ein bisschen strenger los, aber im Endeffekt ist alles machbar.
Und irgendwo macht es ja auch Spaß, weil es genau das ist, was wir wollten und das interessiert uns ja auch. Also im Endeffekt ist alles machbar. Ja, und es gibt halt immer so Phasen, da muss man mehr machen und dann ist wieder ein bisschen ruhiger. Aber es ist wirklich machbar. Na gut, dann hoffe ich, dass wir eure Fragen bestmöglichst beantworten haben können. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt natürlich immer schreiben auf Instagram, TikTok, Discord, Telegram. Wir sind überall schon vertreten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne das Video liken und auch abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.